Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, heute fülle ich mal ein paar Bookmarks ab, die ich hier in der Region gemacht habe. Mir sind eigentlich immer noch so nur wenige Lichtjahre vom Carrier entfernt, wo man letzte Folge war und. Oh, das. Ach so, stimmt, ja. Wir sind eine T6, die packt hier, okay, 60 Lichtjahre. Nun gut, es sind nur zwei Sprünge bis zum nächsten Ziel. Das ist ein F-Überriese, den ich auch tun kann. Den mache ich mit. Genau. Und ansonsten, falls uns irgendwo Biosignale auffallen sollten, dann nehmen wir die mit. Also jetzt nicht unbedingt. Na, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, nur so Bakterien jetzt eher nicht. Außer Bacterium informe. Das würde ich natürlich nehmen. Wir lassen es einfach mal wagen. Also falls mal nichts irgendwie zum Lande, zum Details gerne finde, ich habe diverse Bookmarks, die so bunt gemixt sind von Riesensterne, schwarze Löcher mit Beteiligungen von anderen Sterntyp oder was auch immer. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Und terraformierbar. Kummo, ey, das kann ja nicht sein. Kummo, das ist hier erst nur 1700 Lichtsekunden entfernt. Wow, das ist sonst nie was in der Entfernung. Wow, okay, aber dort war schon zwei Planeten terraformierbar. Ich glaube. Oh, da ist sogar noch Wasserwelt. Okay, also hier im B-Stern haben wir ein bisschen was zu tun. Und ja. Also normalerweise haben wir doch nur sonst sowas, wenn der B-Stern mindestens 300.000 Lichtsekunden entfernt ist. Du kannst was Neues. So, bisher war um der A-Stern noch nichts. Natürlich. Da müssen wir noch ein bisschen weg. Oh, A10 terraformierbar. Wow, A10 290 Lichtsekunden entfernt. What the frick? Also, oder vom Eintrittspunkt. Okay, warte mal, da müssen wir mal ganz kurz schon mal. Cool, ich das mal an. 28, 40, 40, 46. Wow. Power of the Car-Stern. nicht schlecht hier. Nicht schlecht. Ist alles so nah dran ist. Da haben wir echt noch Glück, dass der zweite Stern auch nur, keine Ahnung, ja, 1900. Vom Eintrittspunkt. Wow. So, ich soll es ja schon mal gucken. Okay, A9 und A10. Das sind beide wichtig. Und dann hätte man hier B3, 4 und 5. 3. Leider keine Biosignale. 4 ist die Wasserwelt und 5. So, okay, 9 und 10. Ja, gut, dann ist, denke ich, hier wohl 10 angesagt. Das passt auf dem Rückweg 9. Ja, machen wir. Bei dem Ganze, was man hier scannen müsse, ist wahrscheinlich gut, wenn man dann gerade noch zu dem F-Überriese beim nächsten Sprung komme. Und damit haben wir, denke ich, für die Folge genug zu tun. Ja, ansonsten ein paar Filme kann ich hier immer liefern, fast immer. genau, als letztes wollte ich hier gucken, Italian Job, wollte ich hier gar nicht erwähnt. Ah, diese
ja, Gangsterkomödie, Heistkomödie. Von wann? 60er oder 70er? Ich glaube 70er, oder? Hier fällt das englische Original mit Michael Caine und ja, gab es ja auch das Remake 2003 mit Mark Wahlberg und boah, wer spielt da nochmal mit? Die Theron. Den Namen vom Bösewicht weiß ich jetzt gar nicht. Auch so ein bekannter Schauspieler. Das ist der Screen. Oder heißt er so? Nimm seinen Namen, verwechsel ich immer. Ja, auf jeden Fall, das war das Original und es war ein sehr englischer Humor. Bekannt ist der Film wohl durch die Verfolgungsjagd mit einem Mini Cooper. Das ist auch wirklich das Highlight vom Film. Das macht wirklich Laune, was die dort treiben, wo die überall rumfahren und so. Natürlich diese ganz berühmte Szene, die ist auch relativ bekannt, denke ich, wo der tut halt sein Team zusammen, Stelle für da, Italien, so Jobs zu drehen, halt so Geldtransport zu überfallen. Und waren sie nicht so Sprengstoffspezialist dabei. Und also Sprengtest machen wollte, sprengt er statt der Tür. Und da sprengt er vom Auto nicht die Tür auf, du sprengt er direkt das ganze Auto. Das ist relativ cool. Ja, ansonsten. Irgendwie ist der Film recht holprig und so ganz wilde Humor, nicht Sünde. Er hat. Ja, es ist irgendwie so englischer Humor drin, viel und. Es war mal gut, dass ich ihn geguckt habe, aber mir gefällt das Remake wesentlich besser. Da ist wesentlich mehr Struktur drin und so und Spannung. Aber ganz schlecht ist der Film halt überhaupt nicht. Also der hat schon seine Momente. Wie gesagt, die Verfolgungsjagd mit dem Mini Cooper, die ist richtig gut. Da kann man wirklich gar nicht meckern. Nur das Ende von dem Film ist okay. Passt so vom Humor halt zum Rest vom Film. Ja, war denke ich okay. Dann habe ich nochmal. Ach, da war so. Oh, und du wusstest nicht, was ich gucken soll. Und ach komm, guck schon mal Jackie Chan. Habe ich nochmal Twin Dragons geguckt, wo er so Doppelrolle spielt. Ja, Jackie Chan halt. Der Film ist nicht so ganz rund. Da merkt man halt, dass im Jackie Chan eher liegt, wenn er selbst Regie führt oder sein Kumpel, der Sammo Hung. Das flutscht dann irgendwie besser, das war es vom Hui Zhak oder wie man auch immer mal den Namen ausspricht, auch so ein nicht unbekannter Regisseur. Sehr stranger Humor teilweise drin und aber die Kampfszenen sind da über alles erhaben, ist ein nette Dinger drin und ich liebe hier die deutsche Synchros bei den Dinger und hier hat man dann endlich die Gelegenheit, den Boss vom Boss kennenzulernen. Und wann, in welchem Film? Trifft man schon mal den Boss vom Boss. Insofern war das alles okay. So, Moment, jetzt muss ich hier nochmal peilen. 543. Okay. Zack. 5. Genau, schöner Film. Also habe ich jetzt auch nicht zum ersten Mal geguckt. Wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Also nicht vom Chan seine beste, aber auch nicht von der schlechteste. Kann man gut gucken. Oh ja. Oh ja. Jetzt wird's hart. Da habe ich zwei Filme geguckt. Ich wusste gar nicht, wie das die auf der Watchlist dann. Beziehungsweise habe die von Videobastard halt zugeschickt kriegt. Also heute ist so auf der Watchlist das erste. The Numbers Station. So ein Film von 2013 um den Dreh rum mit John Cusack und Malin Ackerman, oder wie man den Namen ausspricht. So komisches Akzentzeichen auf dem A. Ja. Keine Ahnung, wieso ich den gucken wollte, aber das ist so ein Film aus der tiefsten Direct-to-Video-Belanglosigkeitshölle. Cusack spielt zu Killer von irgend so einer Geheimorganisation, die halt durch so Funksignale kriegen sie Zahlen und da können sie dann halt dann so Schablone rauslesen, was er tun solle. Er verkackt a Job, er will eine Zeugin nicht umbringen und damit ihn der Chef nicht abschieben muss, nee, also damit der Chef keine Konsequenzen ziehen muss, wird er abgeschoben zu einer besagten Numbers Station, die die Befehle gibt und da soll er halt seinen Dienst fristen.
Und dort arbeitet auch so eine Frau, die ist halt so Code-Spezialistin angeblich. Man weiß im ganzen Film nicht, wieso oder warum, wenn sie eh nur Zahlen vorliest. Nur sie kann den Job machen, keine Ahnung, wird auch nie erklärt. Egal. Genau, und die sind dann halt so 72 Stunden in dem Gebäude. Dann wäre es abgelöst, am nächsten Tag kommen sie wieder und sie kriegen erstmal nicht geöffnet. Stattdessen wird auf sie geschossen. Und genau, dann flüchtet sie halt in diese besagte Station. Und da, also das war dann so die erste halbe Stunde vom Film und der Rest spielt dann in der Station. In beschränkte Schauplätze, wo auch gar nicht so viel Licht dabei ist. Es sind maximal drei Personen auf Emmo zu sehen. Über die meisten Teile nur zwei Personen. Ab und zu ein paar Rückblicke. Und ja, wenn du so viel machen willst, brauchst du entweder eine supergeile Handlung mit Kniffe und so, damit das spannend bleibt, oder du brauchst sogar Schauspieler. Die Handlung hatte man nicht. Die Schauspieler, okay, John Cusack ist ja kein schlechter. Ich sehe den eigentlich gern, aber hier spielt er so irgendwie im Film angemessen und die gute Dame darf eigentlich auch nichts anderes machen, als erschreckt oder Hilfe suchen zu gucken. Anderer Job hat die in dem Film nicht. Und ach, es ist so belanglos alles. Also, das ist nicht wirklich schlecht. Also ein paar Dinger sind schon ganz schön, aber da ist überhaupt nichts drin, wo Spannung erzeugt. Nichts. Das kann man mal beim Putzen gucken. Und das war's. Und wenn man das nicht guckt, ist auch gut. Also so gar nicht gut. Aber das kann ich noch toppen. Ich weiß nicht, wieso ich es gemacht habe, aber ich habe halt nur noch diese zweite Verfilmung von Hitman geguckt. Hitman Agent 47. Da gab es ja schon mal so Filme. Hitman mit dem Timothy Olyphant und Olga Kurylenko. Den habe ich eigentlich als ganz okay in Erinnerung. Nichts Überragendes, aber gut, die Action und das war halt, haben sie einen Reboot gemacht. Ist auch schon wieder diverse Jahre her. Und oh mein Gott. Also an dem Film, das ist eine komplette Katastrophe. Das Ding, die Handlung ist prinzipiell ausreichend für die Art von Film. Rachegeschichte halt. Frau sucht ihr Vater. Aber wie das, ach, geschrieben ist, oh Gott. Ich suche jemanden, aber ich weiß nicht, wer es ist, oder ich weiß nicht, was ich von ihm will. Furchtbar. Und ja, dann trifft sie ja halt den Hitman und es ist halt anders, weil er beschützt sie halt, weil, ja, genau, weil der Mann ist der Einzige, wo das Hitman-Programm wieder aufnehmen kann und so böse wie ich will, halt das Hitman-Programm wieder aufnehmen, damit er ganz viele Killer hat für seine Weltherrschaft oder was auch immer. Oder wahrscheinlich damit er, keine Ahnung, Geschäft immer sehr erst drankommt, was weiß ich. Und genau, und dann geht das übel los. Der Film ist komplett verschnitten, sehe ich mal. Die ganze Action-Szene hat überhaupt keinen Impact. Das ist alles so grotteschlecht geschnitten, das kann ich gar nicht sagen. Da ist keine Dynamik drin, überhaupt nicht. Das sieht so schlecht aus. Dann gibt es noch in der Action-Szene ab und zu auch CGI, die ist furchtbar. Das passt überhaupt nicht. Und oh, wenn dann gerade Mockery-Action ist, gibt es Hitman-Kalendersprüche aus der Hölle, wo halt oh, irgendwie deutungsvoll oder geheimnisvoll sein soll. Und es ist einfach nur, du schämst dich einfach nur davor. Also wirklich eine Katastrophe. Der Hitman-Darsteller. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört von dem, aber ich weiß nicht. Okay, gut. Andererseits, dieser Hitman in dem Spiel ist auch nicht so gerade der Crowdpleaser, der jetzt sich mit jedem versteht und total happy ist, seine Grimasse zieht und was auch immer. Insofern mag das passen. Ach, Thomas Kretschmann ist als Bösewicht dabei und macht halt das, was er in den Filmen immer als Bösewicht macht, die auf der Budgetebene. Wobei eigentlich bisschen Budget muss der Film ja gehabt haben. Das war jetzt halt von einer unbekannten Produktionsfirma.
Das war sogar Universal oder so. Aber nee, also wenn hat der noch nicht geguckt hat, dieses zweite Hitman-Dings, los uns. Der ist einfach nur schlecht. Und nur nicht immer dreschig schlecht, dass man sagen könnte, oh komm, da hat man Spaß damit. Kaschte Bier, paar Kollegen. Nee, das hilft doch auch nicht. Der ist einfach so mies. Kann man gar nicht sagen. Also, ja. Semi-erfolgreich, die letzten paar Filme. Naja. Haben wir schon erledigt. Ich glaube, nur deine zwei Tiefschläge brauche ich heute Abend noch was Gutes. Aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht gucke ich auch gar nichts, vielleicht zocke ich einfach nur. Ich weiß noch nicht. The Rookie müsste ich auch nochmal gucken. Das wäre eventuell was. Und Clint Eastwood, Charlie Sheen. Das kann ja nicht schlecht sein. Beziehungsweise, ich habe den hier schon gesehen, aber halt, das ist so lang her, da weiß ich fast nichts mehr. So, wunderbar. Und dann nur noch die Wasserwelt. Das ist sehr schön. Surface scan complete. So, und dann, ja, gibt es auch noch eine, ja, ich hoffe doch, gute Nachricht. Die Version 1.0 von meinem Tool ist fast fertig. Also eigentlich ist sie fertig. Ich habe es jetzt noch einmal mit der Ossi-App drüber geguckt. Dann habe ich es noch einem Kollegen geschickt, der guckt auch noch drüber, ob ihm was auffällt. Irgendwas, ich kann da nicht den Finger drauf legen, irgendwas stört mich noch. Also vom UI her, so lauf tut's. Irgendwas stört mich noch. Kann man den Finger drauf legen und das würde ich gerne noch ausbessern. Ich denke nur, wenn der Kollege drüber geguckt hat, dann weiß ich ja, was fehlt. Ja, wird cool. Freue ich mich. Vor allem, weil ich habe die so entwickelt, weil ich nutze das Studio halt auch für meine Reiseberichte im Forum. Da kann ich halt immer bei den Screenshots den Namen von dem Objekt rauskopiere, kann das dann suchen und dann sehe ich, ah, ja, guck mal, da, das habe ich gesammelt und da gab es das und das und das war besonders. Deshalb gibt es das Tool eigentlich, damit ich mehr Reiseberichte machen kann. Naja, nicht ganz. Aber so ein bisschen schon, aber so ein bisschen schon. So, hier haben wir nochmal eine besonders schöne Wasserwelt. Ich mache da auch nochmal Bilder von. Die dort gefallen mir immer am besten, diese tiefblaue. Ah, allerdings sehr kalt, minus 18,7 Grad. Da machen wir keinen Badeurlaub. Ne, die könntest du einfach ein bisschen blauer sein. Das ist doch so eine Mischung aus diesem tiefblaue und dem Wolkeverhangene irgendwie. Das könnte noch ein bisschen blauer sein, aber wohl nicht meckere. Das ist okay. So, zumindest schon mal mit der Terraformierbare und Gedöns haben wir schon mal Anfang gemacht. Moment, so, genau. Das war dann fast wieder 15 Millionen. Nicht schlecht. So, und dann kommen wir wenigstens noch zum Weiße Überriese. Ah ja, unentdeckt. So muss das. 11, ja, gucken wir mal, ob wir hier schon Glück haben. Und Klasse 5 Gasriese, interessant. Aha, auch mit Ring. Okay.
Oh, nahe Orbit, der erste Planet. Klasse 5 Gasriese um einen weißen Überriesen. Selten. Sehr schön. 44 Sonnenradie, wunderbar. Und dieser Klasse 5. Umlaufzeit 100 Tage, okay. Das ist recht flott, denke ich. Ja. Ja, wenn der nah dran ist, nur 390 Lichtsekunden. Ja, wieso nicht? Flieh mal hin. Da fällt bestimmt noch ein schönes Bild ab. Cool, was sieht man auch schon? Ja, ich würde sagen, dann scanne mal dann auch. Und mache noch Bilder. So, oder? So passt es genau. Genau. Ich musste immer von in Anführungszeichen oben kommen. Ansonsten bin ich irgendwie verwirrt. Also wenn du da irgendwie so kommst, dann das verwirrt mich komplett irgendwie. Das muss alles seine Ordnung haben hier. Der hat ziemlich dichter Ring. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich eh nur auf die andere Seite, damit man fertig scannen können. So klein ist der jetzt gerade auch nicht. Habe ich so den Eindruck. Auf der anderen Seite, was soll so ein Gasriese auch glänzen? Heißt nicht umsonst Riese. Da könnte man nicht viel machen, ohne dass man an den Ring komme. Und deshalb würde ich sagen. Wow. Hohoho. Hohoho. Der ist nah dran. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, machen wir aber die Bilder, wenn wir da von hinten kommen. Und dann noch schön abends vorbeifliehe. Drinnen, da sind wir dann eh richtig. Dann können wir wohl hier entzünden. Keine Ahnung, ob wir dann noch was machen müssen dahinter. Das war wahrscheinlich. Da müssen wir noch hier wahrscheinlich in der Rinde oder so. Oder hier noch besser. Ja, ein bisschen Glück passt das. Man könnte natürlich. Na, das war schlecht gezielt. Och nö. So, das doch reicht aber. Und dann können wir auch noch. Zack, Ring mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Ach Mist, dann hätten wir es auf die andere Seite schießen. Da hinten. Da hinten ist noch so ein größerer Bereich, aber. Okay, passt. Ist gut. So, Moment, da gibt es noch einen zweiten Ring. Rohr.
Rotplumsit-Hotspot. Platin-Hotspot. Wer mag, wer hat noch nicht. Monazit-Hotspot. Herrlich. Brauchen wir alles nicht. Was wir brauchen, ist ein schöner Blick auf den Stern. Ich denke so aus dem Schattenbereich. Da kriegen wir das. Eventuell, warte mal. Nein, ich will nicht in den Ring, ich will nur bis hier. Ah, guck mal, das da kommt doch schon eher hin. Boah, das ist wirklich nicht schlecht, der ist nah dran. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Cool. Auf der Ringautobahn. Ja, sieht nicht schlecht aus, muss ich doch sagen hier. Das ist ein sehr cooler Fund. Gefällt mir gut. Genau, aber ich würde sagen, wir haben damit genug für heute. Wow, das ist echt cool. Gefällt mir. Das ist sogar ohne Raumschiff noch besser. Genau, und ja. Das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne, sonnige Restwoche und genau, bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.